Nintendo Presents. Da sind wir wieder und wir spielen Donkey Kong Country. Yeah, 1994. Zumindest 1994 tatsächlich in Japan, in Europa und in Amerika rausgekommen und wir benutzen den ersten Spielstand. Wir sind ein einziger Spieler leider nur. Und sind hier auf der Karte, auf der Overworld. Ein kleines Vorwort. Das Spiel wurde, wie eben angezeigt, 1994 entworfen und wir spielen... Nun ja, dieses Spiel kam ungefähr nach dem ersten Donkey Kong, damals als Spielhallenautomat. Ich lebte da zu dieser Zeit nicht. Okay, ich lebte auch 1994 noch nicht, aber nun gut. Und wir... Dieser alte Affe, nennen wir ihn mal... Er heißt Cranky Kong. Ich versuche hier gerade so erzählen, als wärt ihr alle dumm. Sorry. Auf jeden Fall. Damals, der Spielhallen Donkey Kong ist ein bisschen älter geworden. Er heißt jetzt Cranky Kong. Und wir spielen sozusagen Donkey Kong Jr., der im Mario Kart zumindest so heißt. Und nun ja, unsere Reise geht los im Kongo-Dschungel. Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Wieso? Jedes Mal, wenn ich ein neues Projekt beginne, dann stotter ich so. Und wir beginnen mit den Jungle Hixings. Hijinks. Hijinks. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Und wir starten einfach hier. Wenn die Auflösung nicht so toll ist, tut mir leid, es ist ein altes Spiel, daran kann ich nichts ändern. Ich freue mich auf jeden Fall, es mit euch zu zocken. Ich spiele es auf dem Emulator, auf dem ZSNES-Emulator. Es klappt alles hervorragend mit dem Vollbild auch, aber... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Sound ist noch nicht ganz okay. Ich werde mal gucken, was ich machen kann. Auf jeden Fall, unsere Reise beginnt ohne irgendein Vorwort von diesem Spiel. Wir können hier nochmal in Donkey Kongs Haus reingehen. Und hier finden wir ein extra Leben. Das werden wir auch in jedem anderen Donkey Kong Country Teil hier finden. Ja. Aber was ist denn nun die Story? Nun ja, wir gehen mal hier in diese Höhle rein. Und wir stellen fest... Oh, unser Bananenvorrat wurde gestohlen. Oder ist aufgebraucht? Nee, er ist natürlich gestohlen worden. Und wir müssen jetzt diese Typen finden, die unser Essen weggeklaut haben. Dazu gesagt, ich werde das Spiel nicht auf 100% spielen, denn ich kann es nicht. Ist so. Ich kenne die ganzen Secrets nicht. Ich weiß, dass es viele gibt und ich weiß auch, dass... was geschieht, wenn man... die 100% hatte und das war sehr dumm von mir. In diesem Let's Play werde ich sehr oft failen, aber mir egal, solange ich Spaß habe. Und euch dieses Spiel zeigen kann. Wie heißt ihr? Keine Ahnung, ich hab... Das ist schon... das Checkpoint-Fass. Ich versuche so viel wie möglich aus dieses Spiel herauszuholen. Aber ich habe das Gefühl, der Sound ist noch ein bisschen laut. Das muss ich vielleicht im nächsten Part ändern. Und ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung zurechtkommen. Das ist ja wirklich peinlich gewesen im ersten Part. Im ersten Level. Okay, den Stein habe ich jetzt aber auch nicht gesehen. Ja, die Auflösung ist noch nicht so schön. Nein. Ich wollte dich für was anderes benutzen. Egal, Rambi, nochmal. Das ist noch ein Rambi. Und das war eins dieser Secrets, die man für 100% braucht. Aber, wie gesagt, ich mache diese 100% nicht. Ich werde aber ganz häufig failen. Das sehe ich jetzt schon. Wir haben die Kombo-Steine komplett. Das bedeutet, wir kriegen ein extra Leben.
Mehr bedeutet das eigentlich auch nicht. Und sie gehören auch nicht zu den 100%. Später in Donkey Kong Country Returns gehört es schon zu 100%. Okay, es wird auch langsam dunkel. Und damals für Super... fürs SNES war das damals schon eine Bombe. Auch wenn man das heute vielleicht nicht so denkt, aber damals... Nun ja. Wir haben das erste Level geschafft, leider keine 100%. Selbst im ersten Level habe ich noch nicht alle Secrets gefunden. Das ist zwar ein bisschen peinlich, aber ist halt so. Rupee Rompage. Und oh mein Gott, es regnet. Wir können hier gleich auf diese Bäume springen. Und es blitzt sogar. Damals für die alte Zeit etwas, was man nicht allzu häufig gesehen hat in Videospielen. Oh nein, du. Schluck das TNT-Fass. Und im Sturm müssen wir die Palme hier hochklettern und... Verdammt. Wir kriegen aber ganz gut Leben, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Spiel nicht so ganz stabil läuft. An einigen Stellen denke ich dann, dass ich mehr FPS habe als an anderen Stellen. Wenn man drei dieser goldenen Statuen bekommen hat, von demselben Tier, in dem Fall haben wir jetzt gerade eins von Rambi gefunden, dann haben wir noch eins von so einem Vogel, dann spielen wir ein Minispiel, mit dem wir allerdings wieder zum Anfang des Levels gesetzt werden. Oh shit. Und ich feiere dieses Spiel wegen der Musik und allem drumherum. Aber ich muss zugeben, dass ich es nie im Leben durchgespielt habe. Mit meinem Bruder habe ich den zweiten Teil ziemlich häufig gespielt, den dritten. Den dritten habe ich auf dem... nicht auf dem Game Boy. Es war auch ein Game Boy. Game Boy S... Ich will jetzt nicht falsch sagen, Mann. Ich hatte diesen Aufklappbahn. Das... Hier ist so eine, so eine Rille im Boden oder so ein Zeichen. Da können wir versuchen drauf zu landen. Da kommt bestimmt irgendwas raus, hier auch. Oh, nee. Zwei Fails im ersten Part, aber das Spiel ist auch nicht einfach, muss man sagen. Und auch irgendwie peinlich, dass ich die ganzen Namen nicht kenne. Du bist ein Kritter. Du bist so ein... Gürteltier. Da unten ist Donkey Kong, den habe ich nicht gesehen. Ah! Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, ich muss den Sound noch ein bisschen leiser stellen. Habe immer Angst zu sterben durch diese... Was macht der X-Knopf? Du bist doch die Rolle. Man muss aber sagen, in den anderen Teilen wurde. In den anderen Teilen wurde auch viel gefixt. In dem Fall weiß ich jetzt zwar nicht genau was. Aber es gehört schon viel zur Steuerung dazu. Ich glaube, ich bin generell einfach gerade schlecht. Okay, so kann ich die besiegen, indem ich zweimal raufspringe. Hier, nimm das. Oh, nee. Wenn wir Donkey Kong dabei haben oder Diddy in dem Fall. Dann können wir uns zweimal treffen lassen, aber das ist euch bestimmt schon längst aufgefallen. Und ja, es hat gereicht. Ich bin so weit gesprungen, dass hier aus dem Boden etwas rausgekommen ist, nämlich ein Reif. Und mit dem Reifen können wir etwas höher springen. Aber ich möchte das Ding erstmal töten. Du hast einen Namen, du kommst in... Hä? Boah, ich will dich... Boah! Vielleicht war das ein Fehler, dieses Projekt anzufangen. Rupee Rampage. Aber da muss ich durch. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Das ist so peinlich. Ich sehe einige hier immer durchskillen und sonst was. Was mache ich? Ich sterbe wie eine Fliege.
Soll ich das Projekt nochmal neu starten? Nein, ich lasse das hier drin. Ihr könnt Spaß mit mir haben. Und so schnell lasse ich mir die Laune nicht vermiesen. Dabei gibt es noch viel schlimmere Gegner als diese Gürteltiere. Aber jetzt sterbe ich nicht mehr. Habe ich vor. Ach, dann lass das doch. Oh Mann. Oh Mann. Ich zieh's durch. Ich glaube, das Spiel war einfach immer zu schwer für mich. Deswegen konnte ich es nie durchspielen. Aber ich habe das Gefühl, ich lasse so einige Sachen auch aus, wie zum Beispiel die Rolle benutze ich viel zu wenig. Vielleicht kann ich so das Gürteltier besiegen, aber ich lasse es lieber. Wir sind schon mal weiter und wir müssen aufpassen, dass wir nichts Unüberlegtes tun. Oh Gott, Mann, mach mich doch nicht verrückt. Und es hat aufgehört zu regnen. Egal, wir gehen ins Ziel und haben das nächste Level geschafft. Wenn ich gut vorankomme, dann kann ich das Spiel eigentlich relativ schnell zu Ende bringen. Aber erstmal zu Cranky. Du machst einen guten Job. Du hast sehr gemacht, du bist bis hierher gekommen. Was? You wouldn't last 2 minutes in... I could get through Donkey Kong Country with only one life. Easy. Ich habe das Spiel durchgespielt, ohne ein einziges Leben zu verlieren. I'm talking about when games were games. Ich rede von Spielen, die Spielen waren. 3 Leben und 3 Wiederholungen. Das ist alles, was ich hatte. Spiele haben nie so ausgesehen, als ich alt war. Und wir waren viel besser damals. You can find the fun in Rookie Rampage between a rock and a hard place. Wenn du deine Rollattacke mit diesem Buddy tötest, your speed increase. I don't know anymore when red at the moment. Ich weiß bisher nicht mehr viel weiter. Ja, er gibt uns immer Tipps, aber ich brauche die eigentlich. Er meint jetzt auch, dass wir, wenn wir einen Gegner töten mit unserer Rolle, dass wir dann schneller werden. Reptilien. Rumble. Oh, eine Höhle. Immer schön zurückgucken. Das weiß ich noch. Immer wenn ich springe, habe ich irgendwie komische FPS. Ja, komm. Dann nehme ich halt dich als Fass. Ihr seid so komisch blau. Okay. Ihr könnt hochspringen. Immer gucken nach den Secrets. Okay, ich mache die Secrets zwar nicht durch, aber man kann ja trotzdem mal aufpassen. Ah, ich glaube, ich krieg's hin. Hier ist zum Beispiel ein Secret-Fass. Okay, das geht mir zu schnell, Hilfe. Okay, die schießen automatisch. Yay, wir haben ein Secret gefunden. Nein. Euch mag ich schon viel lieber als diese Goethe-Tiere. So, ich weiß den Namen nicht mehr. Ein Zinger. Ich glaube Zinger. Sag ich das so richtig? Achso, wir können auch krabbeln. Okay, interessant. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, lass mich bitte kriechen. Da oben ist irgendetwas. Aber da kommen wir nicht hin anscheinend. Aber wir haben da ein Rollfass, was aber nur nach hier unten geht. So, den Checkpoint haben wir. Ja, ihr macht komische Geräusche. Ja, wenn ich das zu 100% machen würde, dann würde ich eigentlich tatsächlich immer nachgucken, wo die Secrets sind. Nach einmal
einmaligen Level durchspielen, aber ich lasse es dann lieber ganz. Ah, das war knapp. Das Level gefällt mir schon viel besser als das letzte. Und hier ist dann auch gleich schon das Ende, das G. Haben wir das... Ja, wir haben den Namen voll und kriegen damit wieder ein extra Leben. Yay! Die da, bitte, die, bo da. Natürlich auch nicht wieder alle Secrets gefunden. Verdammt, schaffe ich es in diesem Spiel ein Level auf 100% zu schaffen? Korallen. Ich weiß nicht, was Kappas heißt. Korallenriff. Nee, dann würde es ja anders heißen. Oh, die Musik. Irgendwie glaube ich, dass ich dieses Spiel nur spiele wegen der Musik. Ich meine, ich bin nicht gut drin in diesem Spiel. Einfach mal genießen. Schulschluss. Wie gesagt, die Musik knistert noch so ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Emulator liegt oder ob ich das noch verändern kann. Der Pfeil zeigt nach unten. Hm. Okay, warte, dann gehen wir mal nach unten. Wie heißt du? Verdammt! Du bist berühmt. Du bist der zweitmeiste Charakter in diesem spielbare Mithelfer. In diesem Spiel. Aber ich kenne deinen Namen nicht mehr. Wie heißt du? Ich habe deinen Namen vergessen. Es tut mir leid. Also ich weiß Rambi. Oh Mann, da hat mich dieser Fisch berührt. Oh nee. Moment mal, du bist doch... Hallo. Komm mal wieder her. Dankeschön. Noch einer von euch. Mir liegt's irgendwie auf der Zunge. Ich habe das Gefühl, ich kenne den Namen. Oh, die Secrets in den Unterwasserleveln sind immer ganz furchtbar. Das weiß ich noch. Irgendwie konnte man auch dann immer durch unsichtbare Wände, also so durch Gestrüpp, wie dem hier zum Beispiel, nach oben schwimmen oder so. Oder hier zur Seite. Das war da schon das Ende und wir haben kein Secret gefunden. Das ist schade. Ah, aber anscheinend gab's auch keine Secrets, denn, wie ihr sehen könnt, ich will jetzt nicht zu Funkys flügen, wenn wir ein Level beenden, dann steht da ja oben der Name. Und wenn wir ein Level zu 100% haben, dann steht da immer ein Ausrufezeichen hinter den Namen. Allerdings glaube ich, dass es da noch zwei... Das Ausrufezeichen stand, glaube ich, für die Secrets. Aber dann gab es da noch etwas. Ich weiß aber nicht mehr, was. Ich glaube, man konnte ja noch Donkey Kong Münzen sammeln oder was, erst im späteren Spiel? Naja, auf jeden Fall war das der erste Part. Ich hoffe, euch gefällt dieses Spiel, den ersten Part, und alles, was noch kommen wird, ist, der Part wäre sehr fällig, auch mit meiner Stimme am Anfang. Es hat sich gerade gelegt, aber was soll ich tun? Ich werde mal gucken, wie groß die Videodateien sein werden. Eigentlich können die nicht groß sein. Mal gucken, vielleicht lade ich das Spiel auch in 60 FPS hoch. Ich meine, ich habe es jetzt nicht aufgenommen. Deswegen gucke ich ja, wie hoch. Ja, wie krass das Spiel aufgenommen wird. Vielen Dank fürs Ansehen. Bis dann. Tschüss.